So, wir schauen gerade fast einem Sonnenuntergang entgegen und haben gerade einen neuen Stellplatz mit Emil gefunden. Und das ist auch ein schöner Strand, den wir da gesehen haben und wollten einen Spaziergang machen. Und was wir gesehen haben, ist extrem viel Plastik wieder. Viel Fischergut, viel diese schwarzen Tonnen. Ich weiß nicht genau, wofür die Josephine das ist. Für Fischen vielleicht? Ich weiß Ich weiß es nicht. nicht. Netze, ja, aber auch alltägliche Gegenstände. Und ich habe mich gefragt, warum ist das in Portugal eigentlich so extrem, weil in Frankreich zum Beispiel war das nicht so. Und auch in den baltischen Ländern haben wir viel weniger Müll gefunden, als zumindest am Wasser und am Meer oder am Strand. Also hier fällt es mir extrem auf. Und ja. Ja, als wir das, als wir es gerade darüber hatten, hatten wir es auch drüber. Portugal ist, glaube ich, ein Land, was wahrscheinlich von den südlichsten Ländern so eines der Ärmeren Länder ist. ärmeren Länder ist. Und Estland, Baltikum im Allgemeinen ist zwar jetzt nicht super reich, aber wesentlich weniger dicht besiedelt. Die sind Also auch sehr naturverbunden. Die pflegen ihre Gärten, die versorgen sich selbst. Die würden, also ich glaube, dass da, die kommen nicht auf die Idee, Plastik in den eigenen Garten zu werfen. ja, in den Wäldern haben wir es schon, in den Wäldern haben wir es schon auch Das gesehen. Es stimmt. geht ja auch gar nicht darum zu sagen, dass die Portugiesen das irgendwie was Schlimmes machen oder was, also im Sinne von natürlich ist das scheiße, wenn überall Plastik rumliegt, aber es geht ja gar nicht darum, die Portugiesen zu bashen oder zu Nee, sagen, das ist irgendwie scheiße, aber sondern es es ist geht. nur auffällig, dass man das hier so sieht. Auch, ich glaube auch mal, dass das Meer so viel anspült einfach auch und dass auch durch den Tourismus und dass der Fischkonsum halt eben so viele Fischereiutensilien angeschwemmt werden. Ne? Aber gerade habe ich ein Auto Ölkanister gefunden aus Plastik. Ne? Also das hat nichts mit Fischerei zu tun am Ende. Auch, ich meine, wir eben kam dann so dieses, weil das löst natürlich irgendwie Frust aus, weil wir wollen einen schönen Strandspaziergang machen und wir kommen eigentlich nicht drum rum, Sachen aufzusammeln, weil das ist eigentlich, für mich ist es eine Metapher fürs Leben, weil wenn du einmal den ganzen Müll siehst, kannst du ihn auch nicht ungesehen machen und kannst auch nicht, oder wir, glaube ich, können da nicht dran vorbeilaufen und so tun, als wäre der nicht da. Dann fangen wir an, ihn aufzusammeln. Bei den ersten fünf Plastikschnipseln denkst du dann auch, okay, scheiße, was sollst du Die sind machen? Du ja dann kannst auch dich. teilweise so groß. Aber wenn sie dann größer werden, okay, dann kommt irgendwann ein Moment, dann bückst du dich und nimmst was mit Ja. und dann kannst du nicht mehr aufhören. Tatsächlich ein gutes Training auch. Auf jeden Fall kam dann aber auch so Frust hoch und dann haben wir immer und immer wieder diese Unterhaltung darüber, so, was kann man machen und wie kann man mehr Bewusstsein schaffen. Ich habe zu Stefan gesagt, weißt du, bevor wir nur gefrustet sind und uns darüber aufregen, wie kann das sein, dass die Leute da ihr Scheiß hinschmeißen und die müssen noch einen Sinn für Schönheit haben, lass uns irgendwie mit dieser Energie was machen. Und deshalb wollten wir jetzt einfach direkt Ein Video ein machen und mal kleines drüber Video reden. machen und mal über solche Sachen reden und vor allen Dingen auch in dem Moment drüber reden, wenn sie dann auch für Wenn der uns Frust gerade da ja, ist. wenn sie für uns gerade aktuell sind. Und Vor allem, wenn man sieht, was hier für eine tolle Landschaft ist. Und mein Argument war, naja, man muss ja nicht gebildet sein, um zu sehen, dass Verschmutzung in der Natur nicht schön, also nur optisch rein nicht schön ausschaut. Aber vielleicht gucken die Leute auch einfach weg. Das war dann auch dein Argument. Und da sehe ich dann auch, die sind so in ihrem Tun und Schaffen und wahrscheinlich sind die, das ist wie, wenn man in Berlin ist, dann ist man an, also wenn man dort wohnt, nutzt man die Stadt nicht so, wie es vielleicht ein Zugezogener nutzt, weil man hinkommt und was erkundet. Wenn man jetzt hier am Meer wohnt, dann ist es für einen so selbstverständlich, dass man es wahrscheinlich schon gar nicht mehr sieht. ja, das Also ist ja, meinst du nicht, dass es auch überall so ist? Ich meine, uns fällt das jetzt hier besonders auf, weil wir gehen jetzt mit der Intention hier hin und wollen einen Strandspaziergang machen und wollen in der ja, aber in Natur. Frankreich zum Beispiel haben wir auch schon einen Spaziergang Ja, gemacht. okay, Und da war es halt nicht so. das ist ja aber nicht der. Lass mich doch im Moment ausreden. Das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist ja, in Berlin liegt auch unglaublich viel Dreck rum. Und deshalb für mich ist nicht der Punkt zu sagen, in Portugal ist es so dreckig, was machen wir jetzt? Sondern der Punkt ist doch, unsere ganze Welt ist auf die eine oder andere Art und Weise ein Müllhaufen. Ob das das Plastik ist, das überall rumliegt, oder all die emotionalen Themen, die wir haben, die wir mit uns rumtragen Klar. und mit denen sich viele Leute nicht befassen wollen. Es geht nicht um dieses eine Land oder dieses eine Beispiel von diesem einen Strand. Es geht einfach darum, dass wir uns mal bewusst werden, wie wir weggucken auch von Von unserem den eigenen Problemen. Müll, ja, und unseren Ja. eigenen Problemen, weil wir können nicht immer nur Hans Kuck in die Luft machen und sagen, oh, ist alles so schön und Ja, wir als können können wir schon, aber schon. dann sieht man halt, was passiert. Wir vermüllen unseren Geist und unsere Umwelt. Ja.
das ist nämlich, glaube ich, am Ende der Punkt, weil vorher haben wir es über Jobs gehabt und wie sich die Arbeitswelt verändert und überhaupt, weil das ist natürlich auch so ein Thema, was unter Umständen zu Frust führen kann. Und ich glaube, die Sache ist, wenn wir bei uns selber anfangen, mehr Bewusstsein in unser Leben zu bringen, mit mehr Achtsamkeit zu leben, dann ändert sich die Welt mit uns so. Ich glaube, wenn wir immer danach suchen, was können wir uns im Außen tun, natürlich ist es super, jedes Stück Plastik, was wir einsammeln können, ist super wertvoll, aber es fängt bei uns an, es fängt damit an, dass wir selber gewillt sind, ehrlich zu sagen, okay, ich habe da auch jede Menge Müll in meinem Vorgarten, Müll an meinem ganz privaten Strand und ich fange erstmal da an, die Sachen aufzupicken und zur Mülltonne zu tragen und zwar nicht einfach zum Restmüll, sondern gut recycelt zum Wiederverwerten im optimalen Fall. Also im übertragenen Sinne. Ja, ne? Und dass man halt, also Wiederverwerten ist ja auch nur sowas, du nimmst was Altes und schaffst was Schönes Neues draus. Und im Endeffekt geht es ja mit den Gedanken oder mit den eigenen Problemen genauso. Wenn man hinguckt und sie als Lehrer ansieht, dann kann man natürlich auch was davon lernen und vielleicht schöne dann. Metapher. Danke. Kann sein Leben dann schöner und besser machen. Ja. Und dann sieht man vielleicht auch wieder einen schönen Sonnenuntergang, anstatt sich immer bücken zu müssen, um den Müll aufzuheben. Ja, ich glaube, und vielleicht, das habe ich jetzt auf einen schönen, oder so, das, was du jetzt gerade gesagt hast, auch, wo wir hin recyceln und was wir dann daraus machen können. Alles, was wir ja auch im Außen kreieren, und es passiert ja auch erstmal irgendwo im Innen. Also, es ist auch im Sinne von, so wie wir Leute sehen, die dann Blech nehmen, das sie irgendwo gefunden haben. Und so hatten wir jetzt in da, wo wir gerade waren, haben sie solche kleinen Blechautos dann gehabt. Oder ich habe eben zu Stefan gesagt. In Afrika sieht man das ja auch, man die Cola-Dosen zu Autos macht und Spielzeug und die alten Autoreifen zu Schuhen am Ende des Tages. Und ich habe dich ja auch eben gefragt, was könnte man wohl mit diesen schwarzen Tonnen machen? Mein Punkt ist, dass wir überhaupt diesen Gedanken haben, was könnten wir mit diesem Plastik machen, muss ja schon mal in unserem Geist entstehen. Das heißt, es ist erstmal ein Prozess in unserem Geist, der eigentlich Müll mehr ist, sondern das ist können wir etwas Schönes Material daraus machen? Wie können wir aus den kaputten Sachen oder dem Dreck, dem Schmutz Kunst machen? Das ist vielleicht am Ende. Oder nicht nur Kunst, sondern auch hier Elena von Sailing La Vagabond macht Swimwear und Badeanzüge und Bikinis draus. Ja. Ne? Also ich glaube, die Botschaft ist, dass wir das auch mit unserem emotionalen Müll oder den vermeintlichen kaputten und schmutzigen Sachen machen können. Wir können die nehmen und können daraus was Schönes kreieren und schaffen, wenn wir diesen Dingen erlauben, den richtigen Weg zu finden in die Plastikmülltonne oder zu einem Künstler, der Lust hat, mit diesen Kapseln oder was auch immer schöne Sachen zu machen. Ne? Also wir können unseren emotionalen Müll auch verarbeiten. Ja. Sehr schön. Das war's von uns. Viel Spaß beim vielleicht mal bücken und Plastik absammeln. Ja, oder mal einen Kommentar vielleicht unten in die, wie sagt man denn da? Einen Kommentar uns einfach hinterlassen, weil wir auch immer interessiert daran sind, einen Dialog zu haben und nicht nur oder hier. Oder auch mal neue Ideen, was man damit machen könnte. Neue Ideen, wie wir mit unserem Frost umgehen. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Das wollten wir noch ergänzen, und zwar, das ist was Schönes, was Josephine gerade gesagt hat. Am Ende sind es auch die verdoppelte Zahl der Touristen, die hier ankommt. Und davon fühlt sich ja auch keiner verantwortlich. Ja. Also die meisten nicht. Ich meine, es wird auch Leute geben, die sich verantwortlich fühlen. Aber ich glaube, die verlassen sich halt dann auf das Müllbeseitigungssystem hier. Und das ist vielleicht nicht ausgelegt für Sommertouristen in dem Ausmaß. Aber ich glaube, im Kern liegt es für mich, glaube ich, einfach daran, dass wir alle nicht gelernt haben, unsere eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Also letztendlich geht es eigentlich darum, wie kümmere ich mich um mich selber und wie übernehme ich selber für mich Verantwortung. Wenn ich nicht für mich selber Verantwortung übernehme, wie soll ich dann überhaupt die Kapazität in meinem Kopf haben, darüber nachzudenken, für die Umwelt zum Beispiel, oder für etwas Größeres als mich selbst Verantwortung zu übernehmen. Ja, deswegen, das ist ein guter Punkt zum Anfang und ein schönes Ende für den Tag.